Im Bundesrat kommt es heute zum Showdown zwischen der Ampelkoalition und den unionsregierten Bundesländern. CDU und CSU lehnen nämlich die Einführung des Bürgergeldes in seiner jetzigen Fassung ab und wollen die Umsetzung zum 1. Januar blockieren. Durch diese Blockade in der Länderkammer wird die Anrufung des Vermittlungsausschusses zwischen Bundestag und Bundesrat unausweichlich. Wegen des Streits um die Nachfolgeregelung für Hartz IV fordert CSU-Chef Markus Söder eine Entschuldigung vom SPD-Co-Vorsitzenden. Denn Lars Klingbeil hatte der Union vorgeworfen, Fake News rund um das Bürgergeld zu verbreiten. Einmal Clementinen, auch nochmal mit hinein. Hier für 15 Euro. Harte Arbeit zu extrem früher Stunde. Täglich Brot für die Verkäuferinnen und Verkäufer auf dem Hamburger Fischmarkt. Das geplante Bürgergeld mit weniger Sanktionen sorgt hier für Frust. Wir müssen unseren Pflichten nachgehen als Arbeitnehmer. Und die mit Bürgergeld, die brauchen nichts mehr machen. Können wilde Sau spielen, auf Deutsch gesagt. Und werden dafür nicht belangt. Und das ist für einen Arsch. Zum Bürgergeld-Showdown kommt es am Montag im Bundesrat. Die Ampelkoalition muss zwingend noch ein Bundesland mit Unionsbeteiligung finden, das mitstimmt, sonst scheitert das Bürgergeld. Doch die CDU-Länderchefs wie etwa Daniel Günther aus Schleswig-Holstein folgen der Argumentation von CDU-Chef Merz. Das Bürgergeld sei der Einstieg in ein bedingungsloses Grundeinkommen. Was Mitwirkungspflichten, auch an Sanktionsmöglichkeiten angeht, auch was das Thema Schonvermögen angeht, das, glaube ich, sind Dinge, die wir schon miteinander besprechen müssen. Kritik kommt auch von der linken Seite der Opposition. Ihnen gehen die Sanktionsmöglichkeiten beim Bürgergeld viel zu weit. Das ist gerade mal, aber wirklich sehr knapp, das Existenzminimum, eigentlich drunter. Und das zu sanktionieren, ist der falsche Weg. Viele Besucher beim Hamburger Fischmarkt sehen den höheren Regelsatz beim Bürgergeld hingegen kritisch. Die leben wie die Försten, sag ich mal, wofür ich die ganze Woche richtig knüppeln muss. Wenn es immer mehr gibt, die Bürgergeld kassieren und nicht arbeiten gehen, dann geht die Rechnung irgendwann mal nicht mehr auf. Jemand, der gerade nicht arbeiten kann, der sollte trotzdem genug haben, um zu leben. Doch wie viel ist das und was kann man von Empfängern als Gegenleistung verlangen? Genau das muss wohl der Vermittlungsausschuss klären, wenn das Bürgergeld im Bundesrat scheitert.